Für Yannick Bergmann fängt gerade der Arbeitstag an. Auf dem Programm steht heute eine kurze Strecke. Es geht von der Oberstadt einmal durch die Unterstadt und wieder zurück. Am provisorischen Bushof an der Verweserstraße startet die Tour. Yannick ist 29 Jahre alt und zweifacher Familienvater. Vor 3,5 Jahren hat er seinen Beruf als Automechaniker aufgegeben und wurde Busfahrer. Mein Vater war auch hier früher Busfahrer und ich bin als Kind gerne mit ihm mitgefahren. Und ich habe das dann so ein bisschen mitbekommen. Und später dann in meinem eigenen Berufsleben habe ich dann irgendwann gemerkt, dass sich die Lage für mich persönlich im Automobilsektor verändert hat. Und ich persönlich dann den Drang spürte, hier Busfahrer zu werden. Rund 500 neue Busfahrer möchte die Nahverkehrsgesellschaft TEC einstellen. Damit das gelingt, hat das Unternehmen eine große Anwerbekampagne gestartet. Alors clairement, la mobilité et le transport en commun en particulier sont un secteur d'avenir. Ça c'est clair, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise et donc c'est un secteur porteur et clairement on cherche des gens pour venir transporter les Wallons. Bonjour. Yannick ist glücklich mit seiner Entscheidung. Auch gehe er mittlerweile entspannter durch das Leben, da er sich keine finanziellen Sorgen mehr machen müsse. Das sei im früheren Job nicht immer so gewesen. Für mich persönlich, ich finde es abwechslungsreich. Im ersten Moment denkt man das zwar nicht, wenn man den ganzen Tag halt nur Bus fährt, aber man hat immer andere Leute, man redet mit den Leuten. Ich persönlich habe gerne den Kundenkontakt. Auch die verschiedenen Arbeitszeiten. Man fängt mal um 5 Uhr morgens an, dafür hat man um 2, 3 Uhr Feierabend, manchmal auch früher. Wenn man nur einen 6-Stunden-Dienst hat, hat man schon um 11:30 Feierabend. Das ist dann schon toll. Also dann kann man noch was machen, auch nach der Arbeit. Also. Das Positive überwiege. Dennoch gäbe es auch unangenehme Situationen. Vor allem zu den Stoßzeiten würden Autofahrer ein sehr aggressives Verkehrsverhalten an den Tag legen. Man müsse immer für die anderen Autofahrer mitdenken und ruhig bleiben, sagt Yannick. Rund 2.700 Euro brutto verdient ein Busfahrer zu Beginn seiner Karriere. Ein paar Voraussetzungen muss man aber mitbringen. On recherche des candidats qui ont un permis B et une expérience de la conduite et 4 qualités, compétences clés, on va dire, de la flexibilité, l'orientation client, de la résistance au stress et aussi le fait d'être responsable, respectueux des règles, parce qu'effectivement, on transporte des familles, des enfants et donc voilà, c'est une qualité qu'il faut avoir. Zurück am provisorischen Bushof heißt es Endstation. Alle aussteigen bitte. Für Yannick geht es zurück zum Depot. Also ich muss sagen, ich bin glücklich. Ich finde, also das hat mein Kollege von mir gesagt, den Spruch fand ich nicht schlecht. Wenn man das macht, was man gerne macht, dann hat man das ganze Leben nie gearbeitet. Und das finde ich, das ist eine super Sache.